Willkommen bei der Burg Reutzenstein. Wir machen jetzt mal einen kleinen Burgrundgang und dann erzählen wir euch eine spannende und ganz tolle Geschichte. Servus, liebe Leute. Heute waren wir wieder bei der Burg Kreuzenstein und zum ersten Mal waren wir auch in die Innenräume, wo man leider nicht filmen darf, auch keine Fotos machen darf. Und ja, was ich sagen wollte, es war sehr, sehr interessant. Das größte private Waffenlager ist da drinnen. Dazu noch viele schöne Räumlichkeiten, viele Sammlungen, wobei man sagen muss, das ist jetzt keine originale Burg von dieser Zeit. Weil die originale Burg, die wurde von den Schweden zerstört, komplett zerstört, sie konnten es nicht mitnehmen. Und das ganze Gebiet war von den Schweden erobert.
Und da sie die Burg nicht mitnehmen konnten, haben sie es gesprengt und verbrennt. Und das ist ja von einem Fanatiker, kann man sagen, ein Nachbau. Der hat es auch ein bisschen verschönert und der war ein Riesensammler, der was das dann da gebaut hat. Und ja, jetzt steht halt die Burg da, ohne, ja, Besitzer schon, aber es wohnt halt niemand drinnen. Und wenn man sagen muss, interessant war es auch, wie die Leute geschlafen haben zu dieser Zeit. Also stellt euch mal vor, die Frauen haben aufwendige Frisuren gehabt, sehr schwierige Frisuren. Die wollten nicht im Liegen schlafen, weil sie nicht jeden Tag die Frisur machen wollten. Die haben alle in Sitzen geschlafen. Auch mit den Männern gemeinsam in Sitzen geschlafen. Außerdem haben sie zu dieser Zeit auch ziemlich große Angst gehabt vom Tod. Sie wollten auch nicht liegen, haben auch Luftprobleme gehabt. Und alle sind im Sitzen geschlafen, was ja in unserer Zeit eigentlich unvorstellbar ist. Aber in dieser Zeit war es ganz normal. Und das Klo war im Innenraum, war so eine Art Plumpsklo mitten auf einem Sessel. Und in dieser Zeit hat es wirklich sehr, sehr viel gestunken. Der Rede nach sagt man, wenn man die Burg sucht, geht es immer den Geruch nach. Weil es hat wirklich sehr, sehr gestunken in dieser Zeit, in dieser Burg. Und ja, sie ist wie gesagt von den Schweden zerstört worden. Sehr, sehr schade. Aber die Schweden haben das ganze Gebiet erobert und es ist klar, die Burg haben sie nicht mitnehmen können. Und was machen sie mit der Burg? Gesprengt und verbrennt. Und somit ist das jetzt keine originale Burg, aber trotzdem eine sehr schöne Burg, die Burg Kreuzenstein. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und zum ersten Mal waren wir heute in die Innenräume. Muss sagen, es war sehr, sehr interessant. Freut mich, dass ihr dabei wart. Lasst ein Like da. Wenn ihr meinen Kanal, unseren Kanal noch nicht kennt, könnt ihr auch abonnieren. Es kommen immer wieder neue Videos. Wir freuen uns. Wir wünschen euch noch eine schöne neue Woche. Macht es gut, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.